Die US-Notenbank will die Inflation bekämpfen durch heftige Zinsanhebungen. Das wiederum macht den Dollar stark und der starke Dollar crasht die Weltwirtschaft. Der Zusammenhang ist eigentlich relativ einfach, nicht wirklich schwer zu verstehen. Erstens, die Schwellenländer vor allem sind in Dollar verschuldet. Ein starker Dollar bedeutet also, dass diese Schulden immer teurer werden in Relation zur jeweiligen Landeswährung. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass natürlich Rohstoffe, vor allem Energierohstoffe, in Dollar gehandelt werden. Das heißt, Energieimporte werden für die Länder, wenn der Dollar stark ist, immer teurer. Das setzt die Länder unter Druck, bringt die Inflation in diesen Ländern weiter nach oben, weil sie eben teure Dollarwaren einkaufen müssen in ihrer schwachen Heimatwährung. Deswegen versuchen die Notenbanken dieser Länder auch die Zinsen anzuheben, damit ihre Währung nicht weiter kollabiert zum Dollar und damit die Inflation noch weiter steigt. Das ist also ein Teufelskreis und auch für die US-Unternehmen und für die US-Wirtschaft ist ein starker Dollar nicht gerade toll, denn US-Firmen, die etwa in Europa oder in anderen Teilen der Erde agieren, die verdienen eben dort in die jeweilige Landeswährung, etwa hier den Euro. Und wenn der Euro schwach ist, dann kriegt man, wenn man zurücktauscht, eben weniger Dollar dafür. Wir haben heute schon JP Morgan gesehen, die einen Vorgeschmack darauf geben, was das für die US-Berichtssaison bedeuten wird. Und meine These ist, die Fed wird eher früher als später aufhören mit Zinsanhebungen, mit Quantitative Tightening, also der Bilanzreduzierung, weil der Stress im System immer größer wird, weil dieses auf Schulden aufgebaute System zu kollabieren droht, wenn die Fed weitermacht. Und irgendwann wird die Ansage kommen, das wird uns jetzt zu hot, zu gefährlich. Also lasst uns mal ein bisschen den Fuß vom Gaspedal nehmen, was die Zinsanhebungen betrifft. Zumal wir sehr, sehr wahrscheinlich jetzt in den USA doch einen Peak der Inflation gesehen haben. Dazu gleich mehr. Also, das ist der Zusammenhang. Dollarindex extrem stark. Höchster Stand jetzt hier seit dem Jahr 2002. Wenn wir uns mal anschauen, charttechnisch anschauen, dann kommt jetzt der Dollar im Grunde an eine entscheidende Wegmarke. Da kommt eine große Entscheidung. Entweder der Dollar steigt weiter, dadurch steigt der Stress im System weiter, oder der Dollar prallt hier ab, weil die Fed möglicherweise doch nicht so aggressiv agieren wird, wie sie uns derzeit erzählt. Wo ist das Problem derzeit, das viele Länder haben? Sie haben schlichtweg zu wenige Dollars. Das ist jetzt sozusagen das Kernthema für die Weltwirtschaft. Sie sind auf der Jagd, auf der verzweifelten Jagd nach Dollars, etwa jene, die verschuldet sind und dann versuchen, bei der Dollaraufwertung ihre Schulden zurückzuzahlen. Aber wir sehen hier zum Beispiel, wie Jeffrey Snyder hier zeigte, dass vor allem China versuchte, weniger Importe zu machen, die ja in Dollar notieren, weil man eben einen Dollarmangel hat. Und das gilt nicht nur für China, das gilt im Prinzip für sehr, sehr viele andere Länder, vor allem für Schwellenländer. Wir sehen also, wie stark dieser Dollarmangel sich da schon auf die Verhaltensweisen der verschiedenen Länder niederschlägt. Und China hat wirkliche Probleme, die Immobilienkrise verschlimmert sich, Lieferkettenprobleme sowieso klar. Aber in 22 Großstädten Chinas setzen Käufer jetzt ihre Zahlungen aus, ihre monatlichen Raten aus. Wir haben jetzt die Immobilienpreise 15% seit dem Top gefallen. Projektentwickler kollabieren und Großbanken mit Kreditausfällen. Also das trifft auch China ziemlich an einem wunden Punkt. Es gibt böse Zungen, die sagen, dass diese Dollarpolitik, dass diese Zinspolitik der Fed eine Art Machtdemonstration ist. Wir sind die Herren der Welt und ja, sie sind es. Nicht nur militärisch, wenngleich hier andere Nationen natürlich aufholen, vor allem auch China, aber sie sind natürlich diejenigen, die die Weltwährung drucken und das ist ein immenses Machtmittel. Das kriegen jetzt auch Chinesen zu spüren und China zu spüren und die werden das durchaus registrieren, was da passiert. Was wird also kommen? Bank of America sagt, die Fed wird früher aufhören, als viele denken, mit diesem Quantitative Tightening, also mit der Bilanzreduzierung, und wird früher anfangen, die Zinsen wieder zu senken. Und die Bank of America hat keinen schlechten Track Record in ihren Prognosen. Sie waren die Ersten, die zahlreiche Zinsanhebungen durch die Fed vorhergesehen haben. Sie waren mit die Ersten, die gesagt haben, das Wachstum wird relativ schnell abkühlen. Jetzt prognostiziert man eine Rezession in diesem Jahr mit 5 negativen Quartalen
In Folge, man sieht den S&P 500, hat man das Kursziel gesenkt, jetzt nur noch bei 3600 Punkten. Vorher war man bei 4500 Punkten und nimmt auch die Renditeerwartungen nach unten, weil man sich sagt, naja, wenn die Weltwirtschaft schwach ist, dann gibt es eine Flucht in vermeintliche Sicherheit. Das sind US-Staatsanleihen. Dadurch sinken die Renditen, so die Bank of America. Man sagt, eine milde Rezession schon in diesem Jahr. Vorher hieß es ja immer, ja, vielleicht 2024 irgendwann mal. Also die Rezession kommt immer näher. Jetzt heißt es schon in diesem Jahr und wie gesagt, man sieht hier, dass jetzt dennoch die Fed wahrscheinlich die Zinsen sehr stark anhebt und Citi etwa sagt, ja, wir gehen davon aus, dass die Fed 100 Basispunkte jetzt Ende Juli die Zinsen anheben muss. Und wird allerdings, wäre das wohl keine so gute Idee, wie hier ein Tweet zeigt, nämlich das würde bedeuten, dass die Fed wohl doch ziemlich in Panik ist. 75 Basispunkte ist schon ein sehr, sehr großer Schritt, zumal solche Zinsschritte ja immer Zeit brauchen, auch bis sie sich durchfressen. Und CPI Lagging, die Inflation ist ein Lagging Indicator, also ein nachlaufender Indikator, gerade was jetzt die CPI-Daten von gestern betrifft, 9,1% nachlaufend. Das sind also Daten, die vor allem mit den Immobiliendaten im Grunde schon teilweise deutlich zurückliegen. Wir sehen in vielen Bereichen dazu gleich mehr, dass eben hier maßgeblich der Druck schon deutlich geringer ist in Sachen Inflation. Vor allem sehen wir die Inversion von Zinskurven. Die zeigen, dass die Rezession immer näher kommt. Und ja, heute wieder Erzeugerpreise höher als erwartet, über 11%. Das ist wirklich die sogenannte Pipeline-Inflation. Und das setzt natürlich die Firmen unter Druck. Wenige Firmen haben mehr als 11% Marge. Das sind wirklich die besten Firmen. Das sind vielleicht die Tech-Firmen wie eine Google etwa, die sicherlich 11% Marge hat, wenn nicht sogar mehr. Aber die meisten Firmen, die Güter herstellen, wenn die so 2, 3, 4% haben, dann sind sie schon froh. Wenn du dann also 11% Erzeugerpreise hast, also deine eigenen Kosten um 11% steigen, hast du natürlich ein Thema, das geht in die Marge und jetzt ist zu erwarten, dass natürlich die Firmen auch in den USA ihre Ausblicke deutlich senken werden, vielleicht war das zweite Quartal noch ganz okay, aber JP Morgan hat heute schon gezeigt, wo die Reise hingeht, das ist die wichtigste Bank in den USA, das ist eine Bank, die extrem verästelt ist, natürlich in der amerikanischen Wirtschaft, Gewinn geringer, Aktienrückkäufe ausgesetzt. Man will also sein Cash zusammenhalten, auch das ein Zeichen. Und vor allem, man baut Reserven auf, Kreditrückstellungen auf, weil man davon ausgeht, dass bald Konsumenten- oder Firmenkredite möglicherweise nicht mehr bedient werden. Zumindest die Rate steigt, wo das nicht mehr bedient wird. Und deswegen ist eben davon auszugehen, dass nach wie vor natürlich die Gewinnerwartungen viel, viel, viel zu hoch sind, was die vor allem die Zukunft betrifft, also jetzt 2022 insgesamt betrifft. Das wird sich nicht halten lassen. Nochmal zum Thema Inflation. Wie weit sind die verschiedenen Rohstoffe runtergekommen, die für Inflation ja sehr, sehr wichtig sind seit ihrem Peak? Aluminium 39%, Lumber 36%, vor allem Erdgas 28%. Viele andere, Crude Oil 22%. Also das wird irgendwann sich an der Inflation niederschlagen. Das wird nicht anders gehen. Das kommt vielleicht mit ein bisschen Zeitverzögerung, aber es wird kommen. Und die Fed reagiert im Prinzip auf Daten der Vergangenheit mit heftigen Zinsanhebungen, macht damit den Dollar stark, crasht damit die Weltwirtschaft. Also im Grunde ist das ein seltsames Spiel. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was seit Beginn des Krieges in der Ukraine der Fall ist, hat der S&P 500 12% verloren, Nasdaq 15%, sogar Öl jetzt nicht mehr im Plus, Gold 11%, aber vor allem International Equities, also internationale Aktienmärkte 19%, Emerging Markets 19% und der Dollar 14% aufgewertet. Das zeigt so ein bisschen das Drama. Wenn Sie hier mal schauen, sehen Sie den Chartvergleich von Javier Blas für WTI-Öl, also das Amerikanski-Öl, nee, Brent-Öl ist das hier. Und wir sehen, das sieht so ein bisschen aus wie 2007 bis 2008. Ich kann mich da noch sehr, sehr gut erinnern, als der Ölpreis damals in Richtung $150 geschossen ist. Ich war ziemlich weit oben nochmal short gewesen, bin aber dann rausgesqueezed worden und musste dann teilweise zuschauen, wie der Ölpreis richtig kollabiert ist, dann auf unter $30, wenn ich mich richtig erinnere, kollabiert. Das sieht jetzt auch charttechnisch nicht mehr so richtig gut aus beim Öl. Beide Ölsorten, also Brent und WTI, sind unter der Marke von $100, teilweise relativ eindeutig. Was wird die Fed jetzt machen? 100 Basispunkte,
Zwei Fed-Speaker sind heute aufgetreten. Gerade eben, als ich jetzt mit der Aufnahme beginnen wollte, James Ballard, der gesagt hat, nein, also 100 Basispunkte bin ich nicht dafür. Und Ballard gilt ja als der größte Hawk innerhalb der Fed. Und zuvor hatte schon Waller gesagt, also Leute, übertreibt nicht, 75 Basispunkte, das scheint mir ausreichend zu sein, zumindest wenn die Einzelhandelsumsätze, die morgen kommen, und Hausdaten nicht zu stark ausfallen. Und ich erwarte nicht, dass die Einzelhandelsumsätze zu stark ausfallen. Also man soll hier mal ein bisschen die Füße still halten, soll die Märkte sind ein bisschen, haben ein bisschen überschossen mit ihren Zinserwartungen, hat der Waller wörtlich gesagt. Dementsprechend kam ein bisschen Beruhigung in die Märkte rein hier. Es sagt er, dass eben nochmal das ganz klar, you don't want to overdo the rate hikes. 75 basis point hike is huge, ist ja auch wirklich ein großer Zinsschritt, das darf man ja nicht vergessen. Also da wird das ein bisschen runtergenommen und zack haben auch dann die Fed Fund Futures, die diese Erwartungen einpreisen, ihre Erwartungen nach unten genommen. Jetzt nur noch 50% Wahrscheinlichkeit, 100 Basispunkte Schritt. Heute Morgen waren es noch über 80%. Jetzt kam gerade Ballard mit der Aussage, wahrscheinlich ist es jetzt noch weiter runtergegangen, denn wenn der größte Hawk sagt innerhalb der Fed, nee, nee, wir werden nicht 100 Basispunkte anheben, dann ist das natürlich eine Message. Wird die Fed die Inflation in den Griff bekommen? Die Antwort ist ja, aber auf welche Kosten? Und die Kosten werden hoch sein, der Preis wird sehr, sehr hoch sein. Wenn wir uns mal die letzten vier historischen Perioden anschauen, wo die Inflation über 8% gewesen ist, dann ist es jedes Mal so gewesen, dass wir dann eine Rezession hatten und wir dann eine Arbeitslosigkeit in den USA hatten von mindestens 6%. Jetzt sind wir aktuell bei 3,6%. Und der Waller hat gesagt, naja, ich gehe von einem Soft Landing der Wirtschaft aus. Nee, das wird nicht funktionieren und Wallers Argument ist ja gerade die Stärke des Arbeitsmarkts, aber auch da kippt es jetzt. Auch der Arbeitsmarkt ist ein Lagging Indicator, ein nachlaufender Indikator und wir werden sehr bald sehen, dass die Zahlen deutlich steigen werden. Wir sehen jetzt auch schon steigende US-Erstanträge, wie heute gesehen, also Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und wenn wir jetzt mal zum Marktgeschehen kommen, sehen wir natürlich massive Absicherungen. Man hat, ist ja heute ziemlich schwach dann reingekommen nach den Erzeugerpreisen heute, die Wall Street im Mindesten, die US-Indizes, aber so richtig voll nach unten geht es nicht, nach oben fehlt die Kraft, nach unten offenkundig auch der Wille in irgendeiner Form, liegt daran, dass extrem viel Short-Volumen derzeit am Markt ist. Entweder über den Future oder dass inverse ETFs hier gekauft werden, also praktisch ETFs, die dann steigen, wenn Kurse fallen. Das ist jetzt das größte Volumen, was wir jemals hatten, viel größer noch als etwa im Corona-Crash. Das sind oft dann Absicherungspositionen, etwa von Vermögensverwaltern, die Long-Only-Portfolios haben und die sich dann irgendwelche ETFs dann reinlegen können vielleicht, um mögliche Kursverfalle abzusichern. Und insgesamt sehen wir, dass die Stimmung, finde ich interessant, jetzt sich wieder ein bisschen aufgehellt hat, auch bei den Privatinvestoren. Jetzt immerhin 26,9% Bullen. Das ist der größte Wert jetzt seit Anfang Juni. Die Bären nur noch 46,5%. Also es wird ein bisschen bullischer, was die Stimmung betrifft. Bullisch ist auch der Marcello Fraccherino, der natürlich wieder Nobelpreisverdächtige Sachen gesagt hat, meine Damen und Herren, das macht er fast jeden Tag, deswegen muss ich ihn fast jeden Tag bringen, weil es einfach der Weisheit allerletzter Schluss ist, was da zum Ausdruck kommt. Ein schwächerer Euro wäre bei der wirtschaftlichen Abschwächung jetzt eher willkommen, weil dies die Exportnachfrage vor allem für Deutschland stärkt und damit auch Arbeitsplätze sichert. Na, ist nicht komplett falsch, was er da sagt, aber eben auch nicht richtig, denn natürlich ist zum Beispiel ein Land wie Deutschland da eher besser gestellt als andere Länder in der Eurozone, die wenig exportieren, aber viel importieren. Wir exportieren ja in der Regel sehr viel mehr, als wir importieren. Dementsprechend ist das schon richtig, aber ein schwacher Euro ist trotzdem schlecht für uns, denn es heißt, dass die Inflation weiter nach oben geht, denn auch wir kaufen vor allem Energierohstoffe im Ausland in Dollar ein, auch von Putin selber, gell? Der kriegt ja von uns Dollars und keinen Rubel, gell? Der kann es dann umwandeln in Rubel, wenn er mag. Also das ist der Punkt, der hier wirklich entscheidend ist. Und jetzt sagte Fraccherino noch, der Einfluss von Veränderung des Euro-Wechselkurs auf die Inflation ist gering und über die Zeit kleiner geworden. Aha, also wir sehen ja jetzt, wie stark die Energiekosten steigen und jetzt soll also der Einfluss des Wechselkurses
Gerade in diesem Bereich, wo wir jetzt die größten Probleme haben, wo jetzt der größte Kostenblock ist, den wir importieren müssen in Dollar, nämlich Rohstoffe, das soll also die Bedeutung geringer werden. Das ist Marcello Fraccherino, wie er leibt und lebt. Dieser Mann muss Bundeskanzler, Bundeswirtschaftsminister, Weltwirtschaftsminister, EZB-Chef werden. Alles muss dieser Mann unbedingt schnell werden. Dann ist die Welt gerettet. Denn er malt sie uns so schön, dass sie dann wahrscheinlich auch so schön wird, wenn wir uns mal der Realität aber wieder zuwenden, sehen wir. Und das ist hier die untere Grafik rot. Und das ist die Energy Balance in Euro, der Eurozone, also die Handelsbilanz in Euro, was die Energie betrifft. Und wir sehen, die war noch nie so negativ wie jetzt. Es ist also deswegen auch die deutsche Handelsbilanz das erste Mal ja seit 1991 ins Negative gefallen, eben weil wir jetzt vor allem Flüssiggas aus den USA beziehen, aber weil die Energiepreise gestiegen sind und weil der Dollar dann nochmal gestiegen ist, beziehungsweise genauer gesagt eigentlich der Euro gefallen ist, was der Marcello wiederum großartig findet, aber nicht der Daniel Eckert, der darauf hinweist, das könnte das zweitschlechteste Jahr für den Euro zum Dollar seit Einführung der Gemeinschaftswährung sein. Das schlechteste war bisher 2005. 1999 gab es nochmal einen größeren Werteverlust. Wann gibt es eigentlich die erste Notfallsitzung der EZB, fragt hier Daniel Eckert, wegen des schwachen Eurokurses. Wir haben jetzt Notfallsitzungen wegen Fragmentierung gesehen, also weil die Renditen für zum Beispiel italienische Anleihen zu stark gestiegen sind, dass die EZB gesagt hat, das wollen wir nicht, das machen wir nicht, aber in Sachen Euro ist Totenstille, ja, Klimawandel, können Sie jede Menge Tweets finden der EZB und wie toll sie da agieren und super, 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 super. Und alle 5 Jahre kommt mal ein Tweet zur Inflation, dass man unbedingt also die auf 2% runterkriegen will, aber man sagt nicht wie, weil man die Zinsen ja auch nicht wirklich anheben will. Aber da gibt es keine Notfallsitzung. Jetzt hat etwa Gentiloni, der, glaube ich, ehemalige Ministerpräsident von Italien auch gesagt, aber jetzt in Diensten der EU, der Euro zeigt Stärke, aber der Dollar zeigt noch mehr Stärke. Das ist auch eine Variante, das Ganze auszudrücken. Also da muss man sagen, Gentiloni und Marcello Fraccherino, die sind wahrscheinlich so eng inzwischen, ja, das sind super Buddies, aber Fakt ist eben, die Schwäche des Euro ist natürlich auch ein Signal, dass unser Geschäftsmodell ein gewisses Problemchen hat, nämlich dieses billige Gas, die billige Energie insgesamt aus Russland einzukaufen. Wir haben ein strukturelles Problem jetzt und die Frage ist natürlich, wie geht es mit Gas weiter? Russland hat da Andeutungen gemacht, was denn eigentlich passieren müsste, dass mit nochmal Gas durch Nord Stream 1 fließt, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Erster Artikel, zweiter Artikel, Mario is gone. Mario se n'è andato via, se n'è andato via. Er ist gegangen, er will zurücktreten, weil er keine Mehrheit mehr hat. Heute eine Vertrauensabstimmung, bei der Cinque Stelle die Fünf-Sterne-Bewegung nicht teilnehmen wollte. Es hat also keine Mehrheit mehr für Mario. Der konnte Preserve the Euro 2012, we do whatever it takes. Aber jetzt ist der ohne Mario natürlich auch für italienische Renditen wieder ein Problem. Dazu ein Artikel von mir heute bei Finanzmarktwelt. Zweite Empfehlung, dritte Empfehlung, Bauzinsen explodieren, Immobilienpreise beginnen zu fallen. Ja, sowas, wir hätten das ahnen können. Der Marcello. Ja, der Marcello hat es auf jeden Fall gewusst. Dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, unter dem Video. Ich wünsche einen wunderbaren Feierabend. Wenn Ihnen das Video gefällt, dann teilen Sie es und die Artikel auch und überhaupt und so weiter und so fort. Ich sage Servus und Ciao.